Hallo Lesende, heute werde ich mich zum ersten Mal an einer Rezension versuchen, also an einer Einzelrezension. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich alles durcheinander werfe. Ich versuche es aber so strukturiert wie möglich zu machen. Und zwar geht es um das Leben, wie sie es liebten, von Annie Birkel. Das habe ich von der Autorin freundlicherweise als Rezensionsexemplar erhalten. Das heißt, ihr werdet auch irgendwo entweder einmal kurz eingeblendet sehen, dass es Werbung ist, oder auf jeden Fall schreibe ich es unten in die Infobox damit an. Worum geht es eigentlich? Das Leben, wie sie es liebten, ist der erste Teil einer, wenn ich es richtig verstanden habe, vierbändigen Reihe, die so ab dem Zweiten Weltkrieg, ein bisschen auch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise so direkt Beginn mit der, wenn Hitler sein wahres Gesicht zeigt, startet, hat es ein paar Kapitel, bis in diesem Fall des ersten Bandes, kurz nach Kriegsende, circa ein Jahr, anderthalb Jahre. Und es verfolgt vor allem die Figur Loretta, die in Reichenberg, in der Tschechien, mittlerweile dann der Tschechischen Republik, zusammen mit ihren Eltern in einer Nervenheilanstalt lebt und arbeitet. Sie interessiert sich für eine bestimmte Methode, um Kriegskranke zu heilen, denn vor allem sogenannte Kriegszitterer sind dort Eingewiesene, die einfach aufgrund der Trauma, die sie im Krieg erlebt haben, zu nicht mehr wirklich viel in der Lage sind. Also die der Krieg wirklich kaputt gemacht hat, die oft wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr im Leben sehen, weil sie Leben genommen haben, weil um sie herum Leben genommen wurde. Und sie versuchen, diese Menschen zu helfen. Loretta fängt dann auch an, einen Garten anzulegen und mithilfe der PatientInnen diesen zu pflegen, was vielen auch hilft. Sie haben das Gefühl, sie machen was Sinnvolles. Also das sind alles so Dinge, die auch teilweise in der heutigen Psychotherapie immer noch angesetzt werden. Gerade so dieses, ein Zweck für sich wiederfinden. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und sie lernt dann den neuen Arzt kennen, den Marek, und in den verliebt sie sich auch. Und sie wird im Laufe der Geschichte auch heiraten. Das ist jetzt kein Spoiler, weil es gibt recht wenige Kapitel, die in Reichenberg selbst spielen, sondern der Hauptpart bezieht sich sozusagen auf die zweite Zeitlinie. Es ist nur ein paar Jahre später, aber es ist eine andere Zeitlinie, in der Loretta in Wien ist und bei ihrer Tante untergekommen ist, nachdem sie aus Tschechien vertrieben wurde als Deutsche. Und wir verfolgen ihren Weg in Wien vor allem, wie sie mit ihrer Tante klarkommt, wie sie versucht, für sich und ihre Tante Nahrungsmittel und Heizstoff zu finden, versucht irgendwie mithilfe der wenigen Ressourcen, die man bekommt, nicht nur allein nach dem Krieg, sondern auch einfach, weil alles knapp ist und weil es ein Kampf ums Überleben wird. Wer zuerst kommt, mal zuerst sozusagen. Das verfolgen wir. Ihnen wird eine andere Frau zugewiesen, dass sie in die Wohnung mit muss, weil einfach Wohnungsmangel herrscht und sich Menschen ohne Wohnung melden konnten und sagen, ich brauche was, habt ihr irgendwo Platz für mich? Dadurch kommt Ingrid mit in diese Zwangs-WG, sage ich mal. Und wir verfolgen auch noch Paula, die Frau des Hausmeisters ist und auch selber als Hausmeisterin agiert, mit ihrer Tochter.
Und wir merken auch, dass bei ihr der Fall ist, ihr Mann hat zwar ist zwar nach dem Krieg zurückgekommen, hat sich aber sehr verändert. Er ist gewalttätig geworden. Und dann haben wir noch Ursula, die Postbotin, die irgendwie es geschafft hat, ihre Hoffnung und ihren Lebenswillen und ihre Freude aufrecht zu erhalten, zu behalten und dies auch auf andere zu übertragen. Diese Frauen versuchen dann zusammen das Leben zu meistern und erinnern sich dabei auch daran, wie das Leben früher war, was sie vielleicht noch an Hoffnungen haben für das, was es wieder gerne werden darf oder was sich verändern darf. Und einfach sie bilden eine Gruppe, die zusammenhält. Genau, das ist jetzt mal der grobe Inhalt. Ich werde wie immer ein paar Content Notes nennen. Bei einer Nachkriegsgeschichte ist es klar, dass es um Kriegstrauma geht. Es geht um Hunger und Armut. Man hat aber auch immer nicht nur Flashbacks, aber vor allem von Waffengewalt, von Vertreibung, von Ängsten ums Überleben einfach. Da ist viel dabei. Genau. Das so als Content Notes. Und jetzt dazu, wie ich es fand. Ich fand es insgesamt gut. Es war eine interessante Lektüre. Die einzelnen Figuren haben mich größtenteils interessiert. Ich finde vor allem die Tante von Loretta war extrem faszinierend als Frau. Konnte ich mir richtig gut vorstellen. Und ich hatte aber das kleine Problem. Ich fand es zu kurz. Es hat knapp 300 Seiten. Und es waren mir persönlich ein paar Figuren zu viel für diese dann doch recht wenigen Seiten, weil wir haben eigentlich aus jeder Perspektive auch ein paar Kapitel. Wir haben ein paar Kapitel, die zurück 1936 in Reichenberg spielen. Und da hätte ich gerne mehr gehabt. Jetzt ist es natürlich so, es ist eine vierteilige Reihe. Das heißt, ich werde auch noch mehr bekommen. Und als Einstieg hat es mir deswegen auch gut gefallen. Also es war nicht so eine, ich sag mal, Enttäuschung, weil ich ja weiß, es kommt noch mehr. Und der Schreibstil der Autorin hat es auch super angenehm zu lesen gemacht, trotz der schweren Themen. Was ich vor allem gut fand, wie die Menschen Wege finden, sich irgendwie gegenseitig zu helfen, obwohl jede Person unter den Umständen leidet. Sie finden Wege, um sich gegenseitig zu helfen und sei es nur mit Worten, sei es mit einer Unterschlupfmöglichkeit. Das ist total schön zu sehen. Und was ich auch gut dargestellt fand, war oder finde, Lorettas Zerrissenheit zwischen dieser Sehnsucht, ihren Mann wiederzufinden. Und diese Sehnsucht drückt sich vor allem auch fast schon zwanghaft aus, indem sie jeden Tag die verschiedensten Stellen abläuft, um rauszufinden, gibt es was Neues? Habt ihr neue Informationen? Was kann mit meinem Mann passiert sein? Also man merkt, dass sie ihn liebt und vermisst und dass sie einfach da jemanden gefunden hat, den sie eigentlich gerne wieder hätte. Und gleichzeitig hat sie im Laufe der Geschichte entwickelt sich auch so eine Zerrissenheit damit, dass sie einfach auch immer mehr nach und nach so ein Stück Normalität erfährt. Dass sie dadurch, dass sie diese Freundschaften sich entwickeln und sie Personen kennenlernt, dass sie dann merkt, oh, es gibt auch noch schöne Sachen im Leben. Aber darf ich das überhaupt? Sie
legt sich selbst eine Art, wie habe ich es genannt, eine Lebensabstinenz auf, vor allem am Anfang. Sie verweigert sich irgendwie, sich zuerst um sich zu kümmern, sondern sie möchte erst rausfinden, gibt es was Neues? Und wenn sie jede dieser Stellen abgelaufen hat, zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, oder ich glaube, so hieß es damals noch nicht, dann erst sucht sie Nahrung. Und das ist auch dann teilweise so ein bisschen Konfliktpotenzial, weil, wie ich zu Beginn gesagt habe, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Und oft ist dann die Nahrungsmittelknappheit einfach noch deutlicher zu spüren. Was ich ein bisschen schade fand, ich hätte gern mehr Kapitel gehabt, die in der Vergangenheit von Loretta spielen, nämlich wie sie mit Marek sich näher kommt, wie sie gemeinsam bestimmte Erlebnisse haben. Ich versuche da jetzt ein bisschen allgemeiner drüber zu sprechen, weil das sonst ein Spoiler wäre. Da hätte für mich noch viel mehr gerne sein dürfen, weil ich das total spannend finde. Gerade sie sind in einer Nervenheilanstalt. Wir alle wissen, wie es in der Nazi-Zeit für Menschen lief, die nicht unbedingt in das Konzept eingeteilt werden konnten, das Hitler gerne wollte. Und mir hat dann auch so ein bisschen dementsprechend gefehlt. So, man erfährt nicht wirklich, wie Loretta nach Wien kommt. Also man erfährt, warum sie weg muss aus Reichenberg, aber man erfährt nichts über den Weg. Und einerseits finde ich es total gut, dass man nicht diese Trauma ausgelebt hat auf der Seite, weil das ganz, ganz schnell auch sehr viele Tropes abrufen kann, die sehr, sehr sensibel sind. Und die halt auch natürlich aufgrund einer Reise durch einen Großteil Europas in einer Nachkriegszeit, wo jeder ums Überleben kämpft, nicht angenehm sein werden. Ne? Andererseits hätte ich mir trotzdem ein bisschen mehr darüber gewünscht oder wenigstens in Wien Lorettas Verhalten ein bisschen beeinflusst, vielleicht auch Angst vor fremden Menschen dann haben aufgrund von Erfahrungen, die sie hatte und die sie dann verarbeiten muss. Das hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht. Es ist aber auch jetzt nicht so, als wäre da jegliches Potenzial verpufft. Da kann in den folgenden Bänden durchaus noch viel kommen. Und ein bisschen hätte ich mir auch, also ich hätte noch gerne ein bisschen mehr die Freundschaften zwischen den einzelnen Frauen ausgearbeitet gewünscht, also im Sinne von, wie ist die entstandene? Man hat immer ganz viele Szenen, in denen sie zusammen sind. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen, hat mir noch der letzte Funke gefehlt. Das ist wahrscheinlich ein persönliches Ding. Ich habe es auch ziemlich schnell gelesen, weil es sich gut las. Aber irgendwie so eine Tiefe in der Freundschaft, die sich auf dem Papier entwickelt, das hätte ich noch sehr gerne gelesen. Genau. Ansonsten muss ich sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe dem Buch letztendlich 3,5 Sterne gegeben. Auf Goodreads kann man es leider nur als 3 Sterne bewerten, aber ich bin mittlerweile parallel auch auf Storycraft, zumindest versuche ich es. Und da habe ich dem Buch dann 3,5 Sterne geben können. Das ist super, dass man da auch Kommastellen mit eingeben kann. Und ich freue mich sehr auf einen zweiten Band. Der soll im Dezember oder ja, Ende des Jahres 2021 erscheint, vielleicht auch im Frühjahr des nächsten. Das ist dann auch nicht wild, finde ich. Autorinnen sollten sich die Zeit lassen, die sie brauchen, um ein richtig gutes Buch, mit dem sie zufrieden sind, abzuliefern. Spreche ich aus persönlicher Erfahrung. Und ja, also ich kann es empfehlen.
Wenn ihr eine etwas andere Nachkriegsgeschichte lesen möchtet, die sich halt nicht so sehr auf diese, ich habe es auch mal als Trauma-Porno bezeichnet, weil es leider viel zu oft so ist, dass ich das Gefühl habe, dass dann sehr bewusst das ausgeschlachtet wird, diese ganzen dramatischen Ereignisse, damit man möglichst viel Gefühle erlebt und also halt nicht die unbedingt die super guten Gefühle, sondern irgendwie dann auch noch möglichst viel Trigger mitnimmt, wenn man dafür empfänglich ist. Und es war eine Geschichte, die ein paar interessante Wendungen hat. Vor allem am Ende dachte ich mir so, ups, okay, ich möchte Band 2 wirklich bald lesen. Ne? Mal sehen, wann ich dazu komme dann, je nach Veröffentlichung. Und mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Es war ein interessantes Erlebnis, weil ich das Genre ja jetzt eigentlich nicht ganz so oft lese, aber zwischendurch immer mal wieder Lust drauf habe. Und irgendwie habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass ich gerade im Sommer mehr zu Belletristik greife. Ich habe jetzt auch, also das merke ich gerade einfach auch wieder, dass ich, das Fantasy ist für mich irgendwas so zum Einkuscheln in den kälteren Jahreszeiten, ne? In denen ich mich auch sehr wohl fühle, natürlich. Aber irgendwie habe ich so dieses, im Sommer mag ich es dann so, andere Geschichten zu lesen. Genau. Jetzt habe ich genügend geredet. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ja, freue mich, bis wir uns das nächste Mal sehen. Tschüss, Lesende.